Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. Das Wochenende ist rum und wir haben im Livestream erstmal eine Raumstation gebaut, aber jetzt geht's natürlich weiter, denn wir müssen unseren Tanker an den Space Truck bringen, damit wir mit dem Space Truck mal die ganzen Leute aus dem Minmus Orbit nach Hause bringen können. Und ja, was wollen wir dafür tun? Dafür wollen wir auf jeden Fall den Orbit unterfliegen. Das haben wir auf der anderen Seite soweit schon getan. Im Moment ist es so, dass wir uns auf einem Orbit bewegen, der deutlich höher ist als der vom Space Truck. Aber der Space Truck bewegt sich auf einem 100 Kilometer Orbit. Also da drüben hat er auch 100 Kilometer und wir haben unsere Periapsis da drüben auf 73 Kilometer, werden ihn also beginnen einzuholen. Und um das Wahrheit werden zu lassen, hauen wir jetzt mal ein bisschen den Zeitvorlauf rein. Und jetzt sieht man auch schon, wie wir deutlich schneller werden. Da hinten gibt es auch ein Rendezvous und ich glaube, das sieht ganz gut aus. 12,3, 12,4 Kilometer momentan und das Ganze im Tageslicht. Und ich würde sagen, da versuchen wir jetzt mal ein bisschen besseren Treffer draus zu machen. Und jetzt gucken wir mal, was das Problem ist. Also das Problem ist, dass wir an dem Punkt hinter ihm sind. Das heißt, wir müssen mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen näher rankommen wahrscheinlich. Wir sind hinter ihm. Wir müssen schneller sein. Okay. Schneller sein, schneller sein. 11,4. Noch ein bisschen schneller sein. 10 Kilometer. Ah, das sieht ganz gut aus. 6 Kilometer. So, wo sind wir dann? Huch, das war ein bisschen zu viel. Ah. Jetzt kann man es nicht lesen, ne? Ach so, es ist auch gar nicht mehr zu lesen. Zack. 7 Kilometer, das ist ein bisschen zu viel. Was kriegen wir als Optimum raus? 6,1. 6,0. Ah, 6,0. Okay. Dann nehmen wir die 6,0 und jetzt haben wir an diesem Punkt, was ist unser Problem? Wir sind ein bisschen hinter ihm und wahrscheinlich auch unter ihm immer noch. Das ist aber okay und das können wir dann mal noch vor Ort ausgleichen, weil dann sind wir relativ nah dran mit 6 Kilometern. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal eine kleine Kursanpassung um 8,3 Meter machen. Das ist tatsächlich nicht so viel. Da zoomen wir uns jetzt einfach mal ran. Ich denke mal, der Burn wird uns so ein, zwei Sekunden kosten. Also nichts Großartiges. Und wir müssen jetzt einmal gucken, dass wir den gut treffen. So, und dann kommen wir der Sache langsam näher. Wir sind jetzt noch 81 Kilometer entfernt. Und bei unserem Rendezvous werden wir dann eine Unterschiedsgeschwindigkeit von 53 Metern pro Sekunde haben. Das ist also auch nicht so wild. Also alles komplett machbar. Und dann gleichen wir noch die letzten kleinen Bahnkorrekturen an und docken unseren Tanker an den Space Truck. Und ich habe auch schon überlegt, wenn wir mit dem Space Truck zurückkommen, werde ich mal probieren, in die gegenläufige Richtung, um den Kerbin Orbit zu kommen, damit wir Schnorpel noch einfangen können. Denn irgendwo hier fährt Schnorpel noch im Kreis. Ich glaube, da ist das Schnorpel hier. Und der fährt halt in die Gegenrichtung. Und ich muss mal gucken. Ich glaube, Schnorpel hat nicht genug Sprit, dass wir ihn in die Gegenrichtung drehen können. Aber der Space Truck hätte dann theoretisch die Möglichkeit. Und wenn wir genug Thrust-Weight-Ratio haben, können wir dann einfach den Kurs umkehren. Aber das machen wir dann. Jetzt fliegen wir erstmal hier unseren kurzen Burn. So, das war sogar schon ein bisschen zu viel des Guten. Und wir sind auf 6 Kilometer ran, trotz allem. Sehr schön. So, und dann hätte ich mal gesagt, gehen wir mal grob hier so hin. Das ist in 10 Minuten, das ist nicht allzu lange. Und da sehen wir auch schon, wie sich unser Ziel so langsam nähert. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist wirklich Retrograde zum Target einmal brennen, damit wir die Geschwindigkeit angeglichen bekommen. Das gleicht nämlich dann auch unseren Orbit natürlich sehr gut schon mal auf die Bahn an. Wir sind jetzt noch ein bisschen entfernt von den 6 Kilometern. Ich teste jetzt mal kurz an. Wir können relativ schnell angleichen. Das heißt, wir zoomen das noch ein bisschen ran, so auf 6,5 Kilometer und gleichen dann erst an, damit wir so nah wie möglich am Ziel sind, damit sich unsere Orbits eben nachher nicht mehr so stark unterscheiden. So, und oh, das schöne Leuchten von Planetshine ist auch mal wieder da. So, und jetzt bremsen wir das runter
und kommen dann so irgendwie bei 6,3 wahrscheinlich raus, vielleicht sogar bei 6,4, werden wir sehen, und fliegen dann in Richtung unseres Ziels, aber vorher, wie gesagt, erstmal Anpassung der Geschwindigkeit, damit das möglichst sauber wird. So, das reicht uns jetzt auch wirklich und jetzt gehen wir auf unseren Target Marker auf dem Navpol und geben erstmal ein bisschen Vollgas. Und ich würde jetzt sagen, bei 6 Kilometern gehe ich mal so knapp auf 40 Meter pro Sekunde hoch, um und bei. Das müsste größtenteils reichen, damit wir auch nicht ganz so viel abbremsen müssen. Und wir haben noch ausreichend Fuel in unseren Tanks drin, dass wir hier noch ein bisschen was machen können. Und wir haben ja auch relativ viel Monopropellant mit dabei, um nachher noch die ganze Feinabstimmung zu machen und einen Dockingport anzukoppeln. Ich glaube, ein Dockingport ist auch immer noch am Space Truck dran. Von daher sollte das ganz gut hinhauen. So, jetzt kleiner Zeitraffer, damit wir nicht ewig warten müssen, bis der Space Truck in der Nähe ist. Und jetzt sieht man schon ganz gut, wir kommen relativ nah ran. Jetzt lädt er auch. Und jetzt ist, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo wir langsam mal bremsen sollten. Weil gleich wird es nicht mehr viel besser werden, nämlich dann, wenn er uns seitlich passiert. Und da ist dann der Punkt, wo wir einmal die Handbremse reinhauen. Und ich denke mal, das wird ganz gut. Also ich will jetzt gerade nicht auf der Map nachgucken, aber ich denke mal, wir werden so auf 400, 500 Meter rankommen fast. Naja, vielleicht eher 600, 700, aber mal schauen. Mal gucken, wie exakt wir es gemacht haben. Oh, 700 Meter, da geht noch ein bisschen was. 600. So, und jetzt 500 und ein bisschen. So, jetzt ist der Zeitpunkt zum Bremsen da. Jawohl. Schöner Abfang. Sehr gut geklappt. Und jetzt sind wir schon fast am Ziel. Und müssen nur noch so ein paar Meter uns ranschleichen, ohne was kaputt zu machen. Und dann haben wir es. Dann haben wir den Space Truck und können ihn das erste Mal wirklich durchbetanken, um damit dann Richtung Minmus aufzubrechen. Das wird natürlich auch ein bisschen eine Testmission. Also der Space Truck ist ja jetzt noch keine längeren Strecken geflogen mit seiner jetzigen Ausstattung mit Nerf-Antrieben. Und um einfach mal zu testen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, ob die Hitzeabstrahlung auch bei längeren Burns sauber funktioniert, weil wir müssen ein bisschen länger burnen, wenn wir nach Duna wollen, ob er sich gut steuern lässt, ob er halbwegs stabil liegen bleibt und sowas. Genau, um solche Sachen zu testen, haben wir jetzt den Ausflug nach Minmus dann quasi. Und so, das reicht uns. Und das Schöne ist auch, wenn wir drüben am Minmus sind, können wir uns dann auch wieder einen Ingenieur einsacken, weil da sind jetzt ein paar mehr auf der Minmus-Station. Und können noch die Verstrebungen am Cockpit vorne nachrüsten. Die fehlen im Moment noch. Aber ich habe die im Space Truck drin und drüben gibt es einen Ingenieur. Und ich glaube, im Space Truck habe ich auch noch Werkzeug, wenn mich nicht alles täuscht. Dann können wir das noch nachbauen, dass das nicht mehr ganz so sehr schlackert. So, da hinten ist die Antriebssektion, soweit ich es erkennen kann. Und irgendwo da müsste auch hier hinten so ein Dockingport oder sowas sein. Da müssen wir jetzt natürlich mal gucken, ob wir da irgendwas gedockt bekommen am hinteren Teil, wo wir nicht mit den Antrieben oder sowas kollidieren. Das wäre ein bisschen peinlich. Plötzlich sah es irgendwie anders aus. eben war noch andersrum, glaube ich. Aber naja, gut, jetzt kommen wir, glaube ich, von vorne rein. Das ist aber auch nicht so wild, weil vorne hat er auch einen Dockingport. Also der, der frontal am Cockpit dran ist. Und dann nehmen wir halt einfach den, wenn wir aus der Richtung kommen. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen aufpassen. Also ich möchte gern noch ein Stück ran. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht zu schnell reinkommen. Denn ich würde gern den Dockingport identifizieren. Da ist er. Da ist er. So, und wir fliegen von hier. Gut, 90 Meter noch. Jetzt nehmen wir mal noch ein bisschen Geschwindigkeit raus. Jupp, jupp, jupp. So. Gut, ich lasse ihn noch ein bisschen driften. Das ist ja nicht schlimm. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt den Rest der Annäherung ein bisschen vorsichtiger machen. Der Space Truck sollte eigentlich relativ satt da liegen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was unser RCS so hergibt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben ja ein paar Düsen. Theoretisch sollte es ganz gut funktionieren.
Ja, das ist ja doch relativ in Ordnung. So, jetzt richten wir uns hier auf den Dockingport aus und werden das gleich noch mal ein bisschen runterbremsen. Aber vorher zoomen wir uns noch ein bisschen ran, denn wir haben noch so knappe 60 Meter zu überbrücken. So, jetzt geraten wir langsam aus dem Ruder oder aus der Annäherung sauber raus. Und das gleichen wir jetzt erstmal aus, indem wir haben nämlich noch ein paar Meter, indem wir mit dem RCS arbeiten. Und zwar, was ich jetzt mache, ich nehme wieder SAS raus und mit I kann ich jetzt nach unten gehen. Also ich arbeite jetzt rein auf dem Navball unten. Ich gucke überhaupt nicht auf das Fluggerät, weil da kommt nur Blödsinn mal raus, weil die Orientierung einfach nicht stimmt. So. Gut, und jetzt müssen wir, glaube ich, mal einmal langsamer machen. Okay, das ist diese Orientierung, das heißt, wir müssen noch ein bisschen in die Richtung. Aber vorher müssen wir einmal die Geschwindigkeit rausnehmen und dann nach da unten rüber gleiten, damit wir in den rechten Winkel zu der ganzen Geschichte kommen. Also einmal kurz stabilisieren und gegenfeuern mit N. So, warum mache ich das SRS immer aus, wenn ich mit RCS arbeite? Weil RCS natürlich auch vom SAS genutzt wird. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Schubimpuls gebe, beginnt die Kiste dann gegenzuarbeiten, um sich zu stabilisieren. Und das möchte ich natürlich nicht, weil das macht die Sache nicht unbedingt genauer und sorgt einfach dafür, dass ich Probleme bekomme in der Annäherung, weil jede kleine Ausgleichbewegung natürlich dafür sorgt, dass sich mein Undock-Vektor auch wieder verschiebt, einfach weil sich meine ganze Bewegung ändert. Es korrigiert ja nicht nur die Lage des Schiffes, sondern es korrigiert auch immer noch meine Bewegungsrichtung. Und deshalb mache ich immer, wenn ich solche Annäherungsmanöver mache, das SRS kurz an, um mich auf die Richtung zu stabilisieren, in die ich mit RCS brennen will. Warte dann, bis ich an dem Punkt bin und nehme dann quasi das SRS raus. Mach erst dann RCS wieder an. Manchmal geht das sehr schnell, aber ich erkläre es jetzt mal in Ruhe, weil das vielleicht manchmal ein bisschen komisch wirkt, was ich da tue. Und wie gesagt, ja, es gibt ja auch noch so einen Docking-Mode, den verwende ich persönlich aber nicht so gerne. Ich mache das meistens immer aus dem normalen Steuerungsmodus. Und zum Beispiel gegen die Richtung RCS zünden ist der Buchstabe N. Und wenn ich jetzt was korrigieren muss, nehme ich natürlich immer das RCS vorher raus. Das ist ganz wichtig. Stabilisiere mich dann wieder mit SAS auf den Punkt. Und nehme dann das SRS wieder raus und mache dann erst wieder meinen RCS-Burn. Einfach, um dafür zu sorgen, dass da möglichst wenig Ungenauigkeit reinkommt. So, jetzt scheinen wir halbwegs von der Richtung her. Na, wir hätten noch ein bisschen vorwärts fahren können. Machen wir mal noch. Zack. So, bisschen geht noch was. Denn ich drehe mich ja um meine Mitte. Das heißt, wir sollten den Space Truck Docking Port so ungefähr in der Mitte des Raumschiffs haben, damit wir sauber die Stelle treffen, an der wir dann auch wirklich sein wollen. Und das war jetzt noch ein bisschen zu früh, deshalb dieser kleine Schwung nochmal zu nehmen, auch wenn wir uns jetzt optisch erstmal wieder ein bisschen entfernen. Oder nicht nur optisch, wir entfernen uns ein bisschen, aber es ist einfach von der Lagekorrektur her ist es, oder von der Lage ist es besser, diese kleine Korrektur jetzt zu fliegen, weil es das Andocken einfacher macht. Denn je näher wir am rechten Winkel dran sind oder an einer glatten Auflagefläche für die Dockingports, umso einfacher ist es eben, ein Docking zu fliegen. So, jetzt kontrolliere ich nochmal kurz optisch, ob wir uns noch bewegen. Es sieht relativ gut aus. Jetzt ganz wichtig, vor dem Drehen wieder RCS aus, sonst passieren ganz schlimme Sachen. Namentlich nämlich, wartet mal, SAS ran hilft aber ein bisschen, damit sich das Ding nicht ganz so wild dreht, wie es das jetzt gerade tut. Und dann suchen wir uns wieder den Target Marker und gucken mal, wie weit wir ab vom Schuss sind. So, ich kann euch da immer nur empfehlen, achtet dann nur auf den Navball, das da oben einfach komplett ignorieren, weil sonst passieren nur blöde Sachen. So. Gut, das ist jetzt nicht so ganz der rechte Winkel, wie ich ihn mir gewünscht habe, aber es ist halt so. Das sollte trotzdem funktionieren. Die Solarsegel können wir eigentlich draußen lassen. Licht haben wir ja ein bisschen was. So, das heißt, ich gehe jetzt richtig komplett auf das Ziel drauf. Ach, der dreht sich mit in Richtung links. Das erklärt es natürlich. Verdammte Axt.
Der dreht sich mit durch SAS. Okay, da muss ich mal kurz... Ja, da hat sich doch jetzt tatsächlich das Spiel entschieden, einfach mal spontan abzustürzen. Also, nach einem kleinen Neuladen habe ich jetzt gesehen, der Target-Marker wandert grob in diese Richtung hier hoch. Das heißt, wir nehmen jetzt Fahrt auf in diese Richtung, um ihn dort abzufangen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell werden dabei. So. Aber eben auch nicht zu langsam, sondern ihn möglichst an der Stelle treffen können. Und ich bleibe jetzt halt auf den Progate ausgerichtet, damit ich jederzeit reagieren kann und das Ding eben abbremsen kann, sobald das irgendwie gefährlich wird, was ich hier tue. Und drehe dabei das Ding auch so, dass ich die Lücke hier erwische zwischen meinen Treibstoffgondeln, damit ich um Himmels Willen nicht zu schnell werde. So, jetzt benutze ich tatsächlich mal SAS und RCS im gleichen Moment, einfach um noch langsamer zu werden. Und jetzt gucke ich mal, ob ich es schaffe, hier einen Schuh draus werden zu lassen, indem ich das angleiche. So, was wir jetzt haben ist, der Bewegungssektor ist knapp dran vorbei, das können wir jetzt aber ausgleichen. Und zwar gehen wir drauf, nehmen das SAS raus, RCS ran und steuern jetzt unseren Bewegungsvektor darauf hin, dass die Nase dahin zeigt auch tatsächlich und wir hoffentlich Kontakt herstellen können. Ja, der Winkel ist ein bisschen hart, würde ich sagen. Den mag er nicht ganz. Jetzt müssen wir ein bisschen rückwärts fahren. Einfach um das mal zu korrigieren. So. Kurz rückwärts ausparken und dabei gucken, wo eigentlich unser Ziel hingekommen ist. Da. So, jetzt müssen wir überlegen, kann ich dafür sorgen, ja, kann ich, dass wir wieder in die richtige Richtung zeigen. So, wartet mal, das ist unten. Ich muss mich mal irgendwie so drehen, dass ich das klar bekomme. Das ist unten. So ist rechts. Rechts ist da. Okay. Dip, 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 dip. Jetzt keine falschen Bewegungen, aber so drehe ich mich nach rechts. So drehe ich mich nach links. Alles klar. Okay. Verstanden. So, was wir jetzt machen ist, ich benutze jetzt tatsächlich ein bisschen mal optische Orientierung, weil jetzt habe ich das Schiff so gedreht, dass ich sehen kann, was ich hier tue. Und ich fliege nirgendwo hin, weil ich jetzt irgendwie die Connection verloren habe. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Tote Ecke hier irgendwie, oder was? Ja, doch gerade noch. Ach, mein Strom ist alle. Mein Strom ist alle gegangen, weil ich im Dunkeln rumoperiere wie ein großer. Naja, wenigstens ist es uns nicht passiert, während wir in Annäherung waren, sondern es ist passiert, während wir weggeflogen sind. Da hatte ich jetzt nicht genug Batterien tatsächlich für so viel Rumgedüdel. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis hier wieder Sonnenlicht kommt und mich wieder auflädt. Dabei entfernen wir uns natürlich drastisch vom Space Truck. Aber hilft ja jetzt nichts. So. 200 Meter. Meine Güte. So, habe ich wieder Strom? Ich habe wieder Strom. Ist das nicht schön? So. Gut. Also, so viel zum Thema Annäherung. Das machen wir jetzt nochmal. Weil der Strom uns da geärgert hat und meine kleine Unterbrechung und neue Ansätze dann wohl dazu geführt hat, dass mir der Strom ausgegangen ist. Was sehr ärgerlich ist. Aber nun ja, ist halt jetzt so, ne? Kann man einfach nicht ändern. So, kurz mal einfangen hier den ganzen Spaß. So, wir haben Strom auf den Paneelen und... Jetzt sorgen wir noch dafür, dass wir uns auch der ganzen Geschichte mal wieder annähern und nicht entfernen. Ach, jetzt hat er sich wieder aus dem Licht rausgedreht mit den Solarpanels. Auch das ist nicht ganz so wild. Wir haben ja ein bisschen Zeit, uns anzunähern und jetzt müsste aber jeden Moment wieder Strom kriegen. Los, du kriegst wieder Strom. Los. Die sind doch schon längst im Licht. Meine Güte. So. Nur Probleme hier. Nur Probleme. Ah,
Freunde, wie ihr seht, ist nicht immer alles einfach. Und wenn man an der falschen Stelle spart, zum Beispiel an popeligen kleinen, popeligen kleinen Solarpanels, kann das jetzt natürlich auch eine Weile dauern, bis man wieder Strom ordentlich aufgeladen bekommt. Aber es ist halt jetzt einfach so. So, jetzt gucken wir einmal, dass wir ihn auf die Richtung ausrichten, in die er soll, damit er das wenigstens ordentlich macht. Und wir verlieren dabei immer noch Strom. Oh, das gibt's ja nicht. Das ist ja jetzt richtig ärgerlich, dass wir so weit ausdrehen müssen. Na gut, dann machen wir das mal. Dann lassen wir ihn jetzt einmal drehen. Wir müssen ja eh auf den Retrograde, um einmal abzubremsen. Ah. Ah. Halt. Bleib mal quer. Danke. So, jetzt theoretische Überlegung. Wir sind jetzt sauber in die Sonne ausgerichtet. Das heißt, wir können jetzt mit RCS Rückwärtsschub, das muss jetzt nicht ganz so sauber sein, deshalb lasse ich SRS mal drin, dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr in die Richtung gehen, also an den Space Truck ran. Und wir können mit Schub nach, ich teste das mal theoretisch, mit Schub nach rechts, ja, können wir uns abbremsen. Okay, cool. Dann machen wir das jetzt halt im Querformat. Blödsack. Blöder Space Truck. Ah, es hätte alles so einfach sein können. So, jetzt muss ich natürlich die Akkus erstmal ein Stück aufladen. Wie lange haben wir denn noch, bis das wieder dunkel wird? Ich hoffe, eine Weile, ne? Theoretisch eine Weile. Ja, wir müssen einmal rund um Körben rum. Gut, die Zeit nutzen wir natürlich, um möglichst viel unserer Solarpanels in die Sonne zu halten. Das sind momentan halt irgendwie so 1, 2 und ein paar. 1, 2, 3 und dann halt die noch so ein bisschen. Das ist aber besser als nix. So, 200 Meter. Ah, hier muss aus allem wieder ein Drama werden, ne? Aus allem muss ein Drama werden. Und ich habe jetzt auch durch die Unterbrechung der Aufnahme natürlich überhaupt keine Ahnung, wie lange wir noch haben. Deshalb, gamble ich jetzt mal. Ich sag mal, in ungefähr 3 Minuten beende ich die Aufnahme. Und hoffe, dass wir bis dahin wieder halbwegs näher am Space Truck dran sind. So. Wartet mal, ich. Bauentfernung auf. Das heißt, wir müssen mehr Schub nach hinten geben, um ranzukommen. Okay, das scheinen wir jetzt zu tun. Okay, jetzt mal kurz für die Ausrichtung. Zack. So. Da ist auch unser Ziel. Da hinten. Okay. Da wollen wir hin. Aha. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen darüber. Das sieht aber ganz gut aus. Dann geben wir mal noch ein bisschen Schub in die Richtung. Da kommt er. So. Das heißt, wir können jetzt über Schub in diese Richtung dafür sorgen, dass wir da mehr hinkommen. Sehr schön. Okay. Ja gut, dafür haben wir das Monopropellant ja mitgenommen. Können wir es ja auch verbrauchen. So, es ist jetzt halt alles so ein bisschen umgekehrt. Das passt schon mal die Höhe sauber an. So, und jetzt müssten wir da irgendwie vor dem Space Truck wieder rauskommen. Sagt die Theorie. Bleiben mal in die Richtung ausgerichtet. Sind wir jetzt halbwegs in die Sonne rein? Wir sind sowas von in die Sonne rein. Okay, das lädt den Akku dann doch relativ sportlich schnell wieder auf. So, und jetzt nähern wir uns mal wieder ein bisschen unvorsichtiger an, im Sinne von einfach mal driften lassen. So, das gibt auf jeden Fall ordentlich Strom auf die Akkus. So. Gut, und jetzt schauen wir mal, dass wir den Rest noch wieder ausgleichen. Und zwar hier rüber und da hoch und hier rüber. Zack. So. Und dann drehen wir uns da wieder hin. So, wir haben schon fast 200 Stromeinheiten wieder drin. Das heißt, wir können wieder ein bisschen manövrieren und dann nachher auch aus der Sonne rausdrehen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Es lädt ja fleißig auf. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Gas in die Richtung, damit wir da auch mal ankommen. So, nämlich in etwa 140 Sekunden bei 1 Meter pro Sekunde.
sagt die Theorie. Und die kürzen wir jetzt noch mal ein bisschen ab. Oh, das war nicht so eine gute Idee. Ich muss natürlich vorher mal dafür sorgen, dass ich mich nicht drehe. So. Jetzt habe ich gesagt, bei 10 Minuten mache ich Schluss. Halte ich mich natürlich mal wieder nicht dran. Ach. Wenn man sich auf sich selbst nicht verlassen kann, ne? Aber ich will jetzt dieses Docking-Manöver fertig haben. Keiner will warten bis zur nächsten Folge, auch ich nicht. Nicht wegen dem Docking-Manöver. So, komm. Da lang. Und da runter ein bisschen. Zack. So. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, mal umzudrehen. Naja, noch nicht. So, wir fliegen in diese Richtung. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr in diese Richtung. Jupp. Das sieht gut aus. So. Jetzt parken wir das Ding hier einfach rückwärts ein. Ja, ich weiß, ich könnte es auch umdrehen, aber jetzt habe ich halt gerade die Richtung fertig. Nehmen wir das einfach so, wie es ist. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Space Truck nicht wieder irgendwelche abenteuerlichen Bewegungen macht und ich mich nicht wieder irgendwie eyeball-mäßig verschätzt habe. Sieht aber ganz gut aus. So, wir haben diesmal... Warum haben wir nur noch so wenig Strom auf den Paneelen? Achso, weil sich das alles rumbewegt. Das ist aber nicht so wild. Wir bremsen das jetzt gleich mal ein bisschen. Dann wird es hoffentlich besser. So. Noch ein bisschen müssen wir. Noch ein bisschen. Und wenn wir uns dann drehen, kriegen wir auch wieder Sonne von der Seite. Es lädt sich ja zum Glück so ein bisschen auf. Wir sind Retrograde ausgerichtet. Das heißt, wir müssen gleich vorwärts boosten. Machen wir schon mal ein bisschen. Und ja, ich verstoße gerade gegen meine eigene SAS- und RCS-Richtung, weil, wie gesagt, wir sind noch nicht so nah dran. Na. Bisschen noch, komm. So. Bisschen noch. Bisschen noch. Diesmal kommen wir dann wenigstens schön frontal von vorne rein. Und nicht ganz so vermurkst wie das letzte Mal. So. Ich glaube, wir können noch ein bisschen warten. Eigentlich... Oh, warum dreht er sich jetzt so doof? Ich hasse es. So. Okay, das heißt, wir geben jetzt Gas in Richtung... In Richtung Space Truck. Jetzt haben wir auch ein paar Paneele in der Sonne drin. Und jetzt beschleunigen wir raus. Und... Ah, oh, vielleicht nicht ganz so schnell. Und gehen hier ein bisschen rüber, dass wir uns auch tatsächlich... dem Dockingport annähern und nicht irgendwas anderem. So, jetzt hoffe ich mal, dass das reicht, um die Drehbewegung auszugleichen, die der Space Truck gerade so ein bisschen macht. Und er uns nicht wieder im letzten Moment die Nase wegzieht, aber er scheint schon wieder damit anzufangen, ne? Was sehr ärgerlich ist. So, wir sind jetzt hier. Okay. So sieht es aber eigentlich gut aus, weil dann würden wir vorbeikommen. Ja, tada, Überlänge. Heute ist wieder Überlängetag. Ja. Wir sind dahin ausgerichtet. Wir müssen ein bisschen nach oben und ein bisschen rechts rüber wahrscheinlich. So. Na gut, das ist nicht rechts rüber. Oh, oh, oh. Ich traue mich nicht umzuschalten auf den Space Truck, nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Aber eigentlich müsste ich es mal riskieren, damit ich die Nase zu ihm drehen kann. Hm. Ich bremse das jetzt mal ein bisschen. So. RCS aus. SRS bleibt an. Ich mache nochmal einen Quick Save und ich probiere mal umzuschalten. Ah, heute hat es überlebt. Sehr schön. So. Control from here. Set as target und hoch mit der Nase. Auch die Nase auf dieser Position. So. Stop. Stop. Nicht so wackeln, bitte. Nicht so sehr wackeln. Komm, beruhig dich. Beruhige dich, armes kleines Schiff. Ist nicht so gut, ne?
Ich kann leider noch niemanden den Befehl geben, halt die Nase auf dieser Position. Das können die noch nicht, glaube ich. Ne, können die noch nicht. Was schade ist. Was wirklich schade ist. Wäre schon irgendwie schön, wenn es gehen würde. So. Ich glaube, wir haben ihn gleich. Ja, jetzt wird auch langsam wieder ein bisschen ruhiger. Sehr schön. So da einfach halten. Das wäre alles, was ich brauche. So wäre echt schön. So, hat sich beruhigt. Driftet nicht großartig. Und jetzt gucken wir, dass wir hier Nägel mit Köpfen machen. Und das Ding angedockt bringen. Bevor das Teil wieder irgendwohin abhaut. So. 16 Meter. 16,1. Wir kommen der Sache näher. RCS ein bisschen runter. Ein bisschen rechts. So. Komm schon, 14 Meter noch. Ah, diesmal wird das was. Chaka. Chaka. Wir schaffen das. Ach ja, ach ja. Bauriesenkübel, haben sie gesagt. Das wird unheimlich viel Spaß machen, haben sie gesagt. Am Arsch. Riesenkübel sind scheiße zu fliegen. Das wird schon wieder so ein beschissener Winkel, ne? Ach, warum? Warum immer ich? Warum immer ich? So. Bremsen wir den Hubel nochmal kurz. Bevor wir hier wieder so einen geilen Stunt hinlegen. So. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, nach rechts ist da oben. Okay, dann machen wir jetzt das zu nach rechts. Zack, ich möchte nämlich gerne nach rechts fliegen. Und zwar so richtig nach rechts. Und dafür brauche ich eine Orientierung. So, zack, wir wollen gerne darüber. Los, mach es. Flieg darüber. Und halt die Nase gerade. So. Jetzt driften wir rüber in einen etwas geraderen Winkel. Dabei können wir auch gleich noch einen Tick für Annäherung sorgen. So. Jo. Das sieht so schlecht schon mal nicht aus. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Winkel ein bisschen besser wird. So, und dabei achten wir mal darauf, dass der Tank hier quasi unser rechter Tank, mein rechter Tank ist leer, ausgerichtet bleibt auf der rechten Seite, damit ich tatsächlich eine Übereinstimmung habe mit dem echten Docking-Ziel. So. Und jetzt wollen wir noch dafür sorgen, dass wir am besten ein bisschen drauf zufliegen und es höhentechnisch auf die gleiche Ebene bringen. So. Cool. Das ist bisher gar nicht so schlecht. So, und jetzt müssen wir... Jetzt wird's richtig lustig. Mal gucken. Warum habe ich eigentlich Quicksave gedrückt? Das hätte mir nichts gebracht. Ha, ich bin auch nicht schlau. So. Komm schon. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Komm hier rüber. So. Liegen wir jetzt stabil davor? Weiß ich nicht. Ich gebe mal Gas. Ja, das sieht gut aus. Oh. Ja. Ach, hier ist aus. Ich glaube, wir driften genau darauf zu. Ja, ja, ja. So, Nase aufs Ziel. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir minimals unsere Sachen angleichen. Und dann noch hier rüberkommen. Ach, komm schon, gib mir den Docking Point. Warum ist der so zu mir? Komm, ich bin noch dran. Komm schon. Komm, zieh an. Ja, ich glaube, er hat ihn. Ja, ja, ja. Er hat ihn. Er hat ihn.
So, Freunde. Und das reicht jetzt auch für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.